Hallo und herzlich willkommen zu Zombie Catchers. Oh, lecker. Erstmal ein Zombie-Slushy genießen. Herrlich. Ich bin's Onkel Bogi. Und warum bin ich gelb? Weil ihr alles verschiedene Farben habt. Wir sehen uns gleich in der Folge bei Zombie Catchers. Und wenn's euch gefällt, lasst ein Like da und gerne auch ein Abo. Bis gleich. Haben wir wieder ein paar Zombies parat? Ja, wir stecken jetzt erstmal hier einen rein, damit es auch mal hier mit dieser Prisma wieder weitergeht. Ja, erstmal herzlich willkommen. Was haben wir denn noch zu tun? Wir können hier welche reinstecken, da können wir keinen reinstecken. Da, die Presse ist jetzt auch besser. Ach, da wollten wir einfach drauf achten, ob wir jetzt 400 bis 400 was in mehr kohlenmäßig an Output gibt. Wir müssen noch die Modifikation von der Presse hier machen, oder? Von der Eiscreme-Presse. Dankeschön. Macht einen richtig teuren Einzelpreis, würde ich sagen. Hau doch mal rein, die Leute. 10 Minuten. Wir sollten wieder Unmengen an Zombies haben. Eine 6er-Karte. Naja, gut. Wow, wir haben den zweiten. Das war doch schade. Direkt erschossen. Bin ich so ein guter Schütze irgendwie, ja? Komm. Direkt unten hat noch den Hammer in der Hand. Aber das ist eigentlich ein Vorteil für ihn. Jetzt hat er eine Waffe da oben drin. Jetzt könnte er unserem Roboterfreund gefährlich werden. Aber wieder kein Double-Kill, ne? Können wir direkt in die nächste Zombie-Schlacht gehen. Okay, der gezückt hat eben da eine weiße Zombie. Der weiße, der blaue. Eine 5er-Karte. Ach Leute, komm, gib uns mal lieber richtig Power. Da, da bist du. Andocken lassen vom Hirn. Denk dran, schreibt sich mit Ü. Hirn. Boah, ein Zahnrad fallen lassen. Entkommst du mir nicht? Nein, ein Double Kill war dabei. Ich hatte auch gesehen, dass da oben auf 12 in. Da gab es oben links was einzusammeln, glaube ich. Müssen wir mal schauen gleich. Hier, was ist das? Oh, cool, wir dürfen spielen. Das Rad macht mich rein. Schlecht. Schlecht. Ein Zahnräder, naja, gut. Wir haben so viele Zahnräder zum Verbessern von den Maschinen. Den Seil verbessern, wir können eigentlich sogar schon. Das sollte machbar preislich sein. Ja, genau. Uns fehlen einfach jetzt nur noch verkaufte Produkte. Das heißt, die Pressen sollten mal auf Vordermann mal richtig durchschauen. Wie viele Produkte geben die denn? 40, 40, 60. So, das sind 80. Dann hast du 40, 40, 60. 40, 40, 20. Also, das sind 80, das sind 100. Und es fehlen 400. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr herstellen. Ja, ganz ehrlich, diese hier, die bringen zwar richtig Geld, aber das ist doch absolut unlukrativ, oder? Müssen wir gleich mal kalkulieren. Wenn einer gepanzert ist, dann kriegen wir den Doppelkill nicht so leicht hin. Ach okay, ich glaube das Fliegen macht halt insoweit Sinn für uns, dass wir einen Doppelkill hinbekommen sollen. Haha, Triple. Warum gibt denn der Triple nicht extra Geld? Das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Lilan wieder dabei. Blauen sammelt er gar nicht ein, oder was? Auf, mach den Haken runter, den nimmst du schön mit. Alles wird verarbeitet. Alles. So, jetzt müssen wir noch schauen. Oh, wir können schon wieder. Was? Ich hoffe,
Oh, Zahnräder haben wir viele. Und bald haben wir unsere Mission geschafft. Hier, schau mal. Ich habe schon wieder neue Zombies gefunden. Aufpressen. Wie bei einer Geburt. Ihr müsst pressen. Einen haben wir. Aber wo? Da ist noch einer am Laufen. Komm. Eine Achterkarte. Doch, komm, Double Kill. Oh nein. Sag mal. Jetzt aber. Eieiei, Leute. Was macht der Bogi, wenn er... Panzer. Hey. Die letzten drei. Was gibt's hier? Los. Aua. Und einer kommt jetzt nicht raus. Jetzt aber. So, den letzten holen wir uns auch noch. Jetzt reicht's dem Bogi. Hab ich nicht deinen Hammer? Haha, vorbei. Na komm, zieh ihn hoch. Hier müssen wir nur 30 Stück und zusammen machen. Das ist auch echt Arbeit, ja? Yeah, nächste Stufe. Okay. Die nächste Mission. Warte mal. Wir müssen die nächste Karte kriegen. Ja, die Zahnräder. Wir wollen doch jetzt die Zahnräder. Ganz ehrlich, was auch mit den Zahnrädern? Wir kriegen diese Verbesserung niemals durch. Warum leuchtet das eigentlich? Ist das neue Erdbeerschick? Oder? Was ist denn das? Juicy Melone. Juicy Melons Juice. Ein neuer Zombie, der saftig. Wie sollen wir diesen saftigen Melonensaft nennen? Lass mich überlegen, er sollte nicht zu anzüglich werden. Okay. Mehr Zutaten. Okay, der ist gleich fertig. Können wir zum nächsten durchschauen? Wir haben einen in Reserve. Blaue auf jeden Fall wieder. Gelb müssen wir durchjagen. Grün, das ist hier oben unsere Haupteinnahmequelle. Die müssten wir sogar fast schon auf die nächste Stufe kriegen, bin ich der Meinung. Wir müssen Waffenverbesserungen machen. Wir sollen... Echt, wir haben wieder als Ziel hier 40 von denen zu machen. Das ist echt ein leichtes Ziel. Das müssen wir jetzt mal gleich gucken. Achtung, pass mal auf. Es gibt jetzt... Tatsache. Jetzt geht es in die unbekannte Gebiete. Schick ein paar Truppen an den Strand, um neue Zombie-Geschmacksrichtungen zu finden. Jetzt müssen wir eine Drohne rüberschicken, gell? Okay. Jetzt wird es ein bisschen vielfältiger auf jeden Fall. Oh, ich kriege einen Bonus-Zombie. Ah, ich weiß schon, keine Bonus-Zombie. Schmeckt nach verrottende Früchte. Okay. Ich bin mal gespannt, wie der. Ich bin mal gestrandet, wie der Strand aussieht. Kill. Hey. Wie, durch was hat er mich jetzt genommen? Hatte ich einen Hammertreffer gehabt? Oder? Hab ich irgendwie nicht mitbekommen gehabt. Aber da muss rechts noch ein kleines Loch sein, oder? Gibt doch einen Double Kill bei diesen Schlangen und so. Ja, also das heißt, wir haben eigentlich bald, naja, bald ist gut. Wir brauchen schon noch ein bisschen was hier oben an Plutonium. Wir könnten mal vielleicht ein paar Plutonium-Zombies gebrauchen. Wir müssen ja auch noch was verbessern. Und zwar was denn? Wir sollten anstatt 5000 da eher mal was reinstecken, dass wir kriegen wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt noch
Hier gibt es auch verschiedene Zombie-Arten. Spannend wird es wahrscheinlich hier im Eisbiom, aber ich freue mich hier schon drauf. Das wird sich ja noch ein bisschen beschleunigen. Ich bin im Video. Gut, was gibt's im Drive-In in der Zwischenzeit? Alle warten auf weitere Getränke. Das kann doch nicht sein. Die Produktion muss laufen. Was kostet uns denn die Uhr? 12.000. Aber das wird natürlich einen hohen Einzelpreis raushauen. Blau ist halt bei uns schon echt am besten weiterentwickelt. Gelb ist auch noch gut dabei. Das wäre für 9.000 sogar noch einigermaßen Flammen Finger Ale. Das wäre vom Geld her eigentlich sogar noch machbar. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Macht's gut.